Hi Anja hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Huawei auf dem Mobile World Congress in Barcelona und wir haben hier das neue Huawei MediaPad X1 7.0. Und ich muss sagen, ich bin bisher von diesem Tablet sehr begeistert. Es erinnert mich so ein bisschen an das erste MediaPad, das ebenfalls eine sehr gute Verarbeitung hatte und vergleichsweise günstig war. Und auch das X1 7.0 MediaPad hier, das ist schon ein klasse Tablet, wie ich finde. Erstmal sehen wir schon, dass der Rahmen um das Display ziemlich dünn ist, dünner als beim Nexus 7. Allgemein ist die Verarbeitung sehr gut. Es ist 7,18 mm dünn und hat eine Aluminiumrückseite, ein Gehäuse aus Aluminium. Das ist also eher ein hochwertigeres Premium-Tablet hier. Keines der billigen Plastikdinger und so fühlt es sich an. Es ist relativ leicht, 239 Gramm, das ist für so ein Tablet doch recht leicht. Aber schauen wir uns mal die Hardware ein bisschen an. Wir haben hier ein 7 Zoll großes Display mit einer Full HD Auflösung, also 1920 x 1200 Pixel. Hier drin steckt ein 1,6 GHz Quad-Core Prozessor und wir haben hier drin 2 GB Arbeitsspeicher und 16 oder 32 GB internen Flash-Speicher. Außerdem ist das MediaPad X1 7.0 mit LTE ausgestattet und hier drauf läuft Android 4.2 Jelly Bean und wie ihr seht, hat Huawei die Oberfläche so ein bisschen angepasst. Das sieht aber ganz schick aus, soweit wir hier sehen können. Gut, gehen wir weiter um das Tablet herum. Wir haben hier oben eine 5 Megapixel Kamera, sonst keine physikalischen Buttons hier unten. Dann haben wir hier oben noch so einen Hörer. Möglicherweise kann man damit sogar telefonieren. Das konnte man ja sogar mit dem ersten MediaPad, wenn ich mich richtig erinnere. Auf der Rückseite haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. 13-Megapixel ist natürlich für ein Tablet auch recht viel. Sollte es allerdings euer Smartphone ersetzen, dann sind 13-Megapixel ziemlich praktisch. Hier haben wir noch einen Lautsprecher, Lautstärke-Buttons an der Seite, einen Power-Button. Dann haben wir hier den SIM-Karten-Slot und dort den Micro-SD-Karten-Slot. Auf dieser Seite haben wir dann weiter nichts, oben nur den Headset-Ein- bzw. Ausgang und auf der Rückseite einen Micro-USB-Anschluss. Ja, das ist das Huawei MediaPad X1 7.0. Wie gesagt, gefällt mir wirklich gut. Die konnten mir leider nicht sagen, wie viel es kosten wird, aber wenn der Preis entsprechend ist, dann könnte das doch auf jeden Fall ein interessantes Tablet sein. Denn ihr müsst zugeben, das Design hier ist für ein 7 Zoll Tablet doch wirklich nett. Also davon bin ich soweit ganz begeistert. Gut, ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.